Zuletzt im Club der magischen Dinge. Ich bin keine Diebin. Ich habe überhaupt nichts getan. Du bist in das Lager eingebrochen. Hey! Du hast mich damit reingezogen. Du schuldest mir eine Erklärung. Ich möchte, dass du für mich arbeitest. Es geht immer nur um dich, oder? Das, was du willst und nie das, was ich will. Such die Schlüssel, finde den Tempel und jeder in der magischen Welt kennt dann deinen Namen. Ich erwarte Freiwillige, um die Graffitis in Ordnung zu bringen und die Verursacher festzustellen. Ah, ich bin Taylor. Willkommen im Gangway Café. Nicht vorstellen, Schulferien zu haben. Was macht man denn da? Das sagt jemand, der noch nie eine normale Schule besucht hat. Wenn du mich fragst, können die Ferien gar nicht lang genug sein. Wen interessiert Mathe, wenn man Jagd auf wildgewordene Ritterrüstungen machen kann? Wollt ihr noch was bestellen? Ansonsten ist meine Schicht vorbei. Wie unentspannt. Es ist doch überhaupt nichts los. Hier ist so wenig los, dass ich wahrscheinlich meinen Job verlieren werde. Probiert's doch mal mit Live-Musik. Da kommen die Leute. Kyra singt und spielt Gitarre. Was? Keinesfalls, ich bin viel zu beschäftigt. Falls euch sonst jemand einfällt, lasst es mich unbedingt wissen. Ist eine gute Idee. Kennt ihr jemanden, der gut genug ist, um hier aufzutreten? Hey, Maddie, kennst du schon Taylor? Oh, aus dem Café. Ich wusste nicht, dass du auch hier bist. Na sowas. Habe ich dir noch gar nicht meine Lebensgeschichte erzählt. Lasst uns erst mal die Listen ansehen. Ja, wir haben Mathe bei Miss Rayner. Wir bei dem Drachen Duncan. Ich fall bestimmt durch. Schade, du bist auch bei Mr. Duncan. Ich wünsche mir, den Mathekurs zu wechseln. Hey, guck mal, ich bin doch in deinem Kurs. Da hast du mich wohl übersehen. Ja, das sieht wohl danach aus. Hast du eine Sekunde? Ich zeig dir jemanden. Klar. Hey, pass doch auf! I can start the conversation. Der ist ja großartig. I'm the one who Wer ist das? Ben Reed, mit mir im Wissenschaftsclub seit Jahren. And I'm standing by myself. Der gehört auf die Bühne. Will you ever need me? Hey, Ben. Oh, hey Peter. Das war großartig. Selbst geschrieben? Ach, das war doch nur so dahingedudelt. Ich spiele eigentlich nur für mich selbst. Das wird sich ändern, denn ich habe einen Gig für dich. Im Gangway Café. Ich soll da spielen? Vor allen Leuten? Du hast Talent, Ben. Du solltest es mit der Welt teilen. Das sehe ich aber anders. Wenn du so im Gangway spielst, wirst du die Leute da umhauen. Komm doch einfach erstmal zum Vorsingen. Wenn du es doof findest, kannst du es immer noch lassen. Ich habe mir gerade eine neue Gitarre gekauft. Großartig. Also nach der Schule treffen im Gangway. Okay. Ich glaube, ich habe meine wahre Berufung gefunden. Talentmanager. Die heutige Aufgabe lautet, schreibt ein Essay mit 500 Wörtern über das Thema, wie trickse ich einen Troll aus? Dafür brauchen wir keine 500 Wörter. Professor? Ja, Dara? Vor einer Weile sprachen Sie von eigenen Rechercheprojekten. Wann wollen wir damit anfangen? Du willst mehr arbeiten? Ist alles okay bei dir? Die Frage deines Bruders ist berechtigt, Imogen. Und die extra Arbeit verbessert seinen Notendurchschnitt. Hast du schon was Bestimmtes vor? Allerdings, die vergessenen Tempel und mythischen Stätten Südostasiens.
Wie ungewöhnlich. Ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast, nachdem du dieses Essay geschrieben hast. Herzlich willkommen zurück alle miteinander. Das ist eure neue Mitschülerin, Taylor Devlin. Taylor hatte nur Einsen auf ihrer alten Schule, also nehmt euch mal ein Beispiel an ihr. Ich bin sicher, ihr hattet schöne Ferien am Strand und abends im Kino, aber damit ist es jetzt vorbei. Und um euch daran zu erinnern, warum ihr hier seid, ist hier ein kleiner Test über die wichtigsten Inhalte des letzten Halbjahres. Sieh jetzt, wir sollten uns das aus dem letzten Halbjahr merken. Viel Glück. Kein Ding für mich. Miss, kann ich vielleicht kurz raus? Entschuldige, Taylor, aber das muss warten. Eure Zeit läuft ab jetzt. Die letzte Frage war echt hart. Hat die jemand beantwortet? Nein, nur geraten. Frag doch Taylor, sie ist unser Mathe-Genie. Suchst du was? Wo ist die Fundkiste? Den Gang runter und dann nach links. Komm, Matty. Nur eine Sekunde. Na toll. Pflaster, Haarbürste, aber keine Schnürsenkel, wenn man sie braucht. Leute, alles in Ordnung. Der Professor erlaubt mir hier für mein Projekt zu recherchieren. Ich brauche alle Bücher über vergessene Tempel, vor allem die, in denen es um den purpurnen Lotus geht. I'm the one who goes unnoticed. But I'm the one who always there. Ist doch toll. Denkst du nicht auch, Lilly? I can start the conversation. But I'm the one who always cares. And I'm standing by myself. Will you ever need me? And it's like I'm on a shelf and can you help? Or will I just be standing by myself? Or will I just be standing by myself? Du warst einfach großartig. Echt jetzt? Ich war gar nicht so sicher. Vertrau mir, der Job gehört dir. Über meine Provision reden wir später. Du warst fantastisch. Danke. Das sind meine Freundinnen Imogen, Roxy. Hey, Ben. Hey, Ben. Und Lily. Lily? Oh nein! Sie fand dich auch ganz toll. Oh. Kyra, ich habe ein großes Problem. Ich auch was davon? Tut mir leid, Matty, ist alle. Ich glaub's nicht, dass ich den Sunblocker vergessen hab. Du bist also eine Fee? Sag's doch noch lauter. Du bringst ein magisches Objekt in die Schule und verlierst es? Eine Puderdose, die Wünsche erfüllt. Deshalb hast du so tolle Noten. Das geht dich doch nichts an, oder? Ich muss sie einfach nur wiederfinden. Ja, und zwar bevor es jemand anderes tut.
Lilly, was ist mit dir los? Denkt ihr, Ben hat es bemerkt? Dass du die Farbe eines Kürbis angenommen hast? Ja, das hat er gesehen. Nein. Nun, manche Feen reagieren so, wenn sie sich zu Menschen hingezogen fühlen. Du hast dich in Ben verliebt. Das ist eine Katastrophe. Nein, sag einfach, du warst ein bisschen zu lang in der Sonne. Denkt ihr wirklich? Na gut, es ist kaum zu übersehen. Das ist einfach meine Fantasie. Die steigert das Verliebtsein. Du meinst, das ist das Werk deiner Fantasie? Ich werd's euch zeigen. Schließt eure Augen. Das ist allerdings eine sehr ausgeprägte Fantasie. Ich kann sogar den Seetang riechen. Dich aber echt ganz schön erwischt. Ja, aber warum muss es so kitschig sein? Es ist romantisch. Okay, du musst an irgendwas denken, was dich richtig ablenkt. Schließ deine Augen. Okay, überrasch mich. Ein Oger in Unterwäsche. Trolle mit tropfenden Achselhöhlen. Fortunas Puderdose, benannt nach der römischen Glücksgöttin Fortuna. Wer immer sie besitzt, kann sich jeden Wunsch erfüllen. Es wurden einige hergestellt, aber ihre Magie war so betörend, dass jeder, der eine hatte, sie nicht wieder hergab. Warum fragst du? Ich bin irgendwie drauf gestoßen, aber das klingt sehr interessant. Danke, Professor. So faszinierend diese Objekte auf den ersten Blick wirken, bringt eine solche Machtfülle doch stets Ärger mit sich, was mich an die traurige Geschichte der Göttin Daphne erinnert, die... ja, Daphne. Der Professor spricht von der guten alten Zeit. Das ist nicht abstoßend genug. Der Professor in Unterhosen. Oh nein. Es funktioniert nicht. Okay. Hier scheint wohl eine echte Elfe nötig zu sein. Lass mich in deine Fantasie. Also, alles erledigt. Denkt ihr, das kommt zurück? Das wirst du merken, wenn du Ben wieder triffst. Mathilda? Kommst du mal bitte? Sie sagt mir, ich hab's vergeigt. Ich weiß es. Mach dir keine Sorgen. Warte erst mal ab. Bis später dann. Ich wünsche, ich hab nicht versagt. Ich wünsche, ich hab nicht versagt. Die Ergebnisse deines Tests sind... großartig, Mathilda. Volle Punktzahl erreicht. Ich bin wirklich beeindruckt. Vielen Dank. Was hältst du davon, wenn ich dir sage, dass Wünsche wahr werden können? Ich würde sagen, darüber will ich mehr wissen. Genau das ist mir gerade passiert. Wie, jetzt hast du eine Wunderlampe gefunden? Nein, das hier habe ich gefunden, auf dem Boden vor unseren Spinden. Ich wünsche mir was, das Ding funkelt und mein Wunsch geht in Erfüllung. Und du glaubst, das hat was mit der Dose zu tun? Denk, was du willst, aber ich weiß, es funktioniert. Das ist sie, genau die hat meine Großmutter mir gegeben. Fortunas Puderdose. Mathilda hat sie. Super, dann soll sie sie wieder hergeben. Das wird sie nicht machen. Sie glaubt an die Zauberkräfte. Dann hol sie dir einfach. Hey, Matti, wegen der Puderdose, die du gefunden hast. Ah, du willst auch einen Wunsch frei haben. Was brauchst du? Ein Kleid? Schuhe? Eine neue Gitarre? Nichts, gar nichts wirklich. Es ist nur, du hast sie gefunden, also gehört sie wohl jemandem. Du musst sie zurückgeben. Ich betrachte sie einfach als Finderlohn. Alles klar, ich... Ja.
du denn da? Ich brauche einfach Lipgloss. Kein Problem. Nächstes Mal frag einfach. Danke. Wie viele Bücher über vergessene Tempel gibt es denn noch? Die sollten doch reichen. Okay, danke dir. Was soll das heißen, es gibt noch mehr Bücher? Ich brauche Hilfe. Mathilda dreht durch mit der Puderdose. Sie wird uns noch verraten. Was du nicht sagst. Als hätte ich ihr ein Glückslos geschenkt, das macht mich rasend. Du musst sie ihr wegnehmen. Ist das ein neues Kleid? Sieht toll aus. Ein weiterer Wunsch? Ja, und auch noch die hier. Stell dir vor, wir gehen shoppen, wann immer wir wollen und müssen nie bezahlen. Also, wie funktioniert denn das? Hallo, Kyra. Du liest doch so gern. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Falscher Zeitpunkt, Dara. Entschuldige, wir unterhalten uns gerade. Lass mein Essen in Ruhe und mach dich vom Acker, du kleine Ratte. Tut mir leid, Maddie, aber ich muss los. Wiedersehen. Dara, geht's dir gut? Was ist passiert? Warum bin ich plötzlich eine Ratte? Warum ist diese Ratte hier drin? Du wirst es nicht glauben, das ist Dara. Mein Bruder ist ein Nagetier? Oh, cool. Was ist passiert? Mathilda hat eine Puderdose die Wünsche erfüllt. Woher hat sie die denn? Na, von Taylor. Sie ist eine Fee. Die Dose gehörte Taylors Großmutter. Wir müssen ihn unbedingt zurückverwandeln. Ich hol das passende Buch. Na, Bruderherz, die Öhrchen und der Rattenschwanz stehen dir. Das wirst du bereuen. Was hat er gesagt? Ihm gefällt dein Sinn für Humor. Er ist so süß. Der Zauber kann nur von der Dose aufgehoben werden. Du musst sie dir von Mathilda wiederholen. Sie wird sie mir nicht einfach so hergeben. Schnapp sie dir und wende einen Löschzauber an, dann vergiss sie's. Selbst wenn wir die Dose haben, wird's schwierig. Fortunas Puderdose erfüllt 1000 Wünsche. Wie viele wohl noch übrig sind? Also, was sollen wir jetzt tun? Ich hätte eine Idee. Kommt mit. Kann ich dir vielleicht irgendwas Gutes tun? Wie wär's mit einem Stückchen Käse? Du hast doch Käse. Falls das hier schief geht, werde ich mich wohl dran gewöhnen müssen. Du wirst wieder normal. Wir kriegen die Puderdose. Und wenn nicht? Dann kommst du in einen schönen Käfig mit Hamsterrad. Was ist da drin? Kopiergummi. Es ist zwar eine Fälschung, aber überzeugend. Jetzt müssen wir heute Abend nur noch die beiden Dosen vertauschen. Und in der echten muss noch ein Wunsch übrig sein. Ich weiß nicht. Er ist so eine kleine, süße Ratte. Das wirst du mir dermaßen büßen. Lass mich raten. Er mag meinen Sinn für Humor. 1-2-1-2, hallo? Funktioniert das? Willkommen zum ersten Mal Live-Musik im Gangway-Café. Wir starten gleich durch mit einem neuen und super tollen Talent. Bitte einen großen Applaus für den einzigartigen Ben Reed. Kommt schon, Applaus für Ben. Ja! Danke. Vielen Dank. Ich hoffe, mein Song gefällt euch. Hey, halt deine Fantasie unter Kontrolle. I'm the one who goes unnoticed. I'm the one who always there. Oh nein! I can start the conversation. I'm the one who always cares. Danke, Taylor. And I'm standing by my
Warte, meine Güte! Oh, das tut mir ja so leid. Ich mach das sauber, warte. Was soll denn das? Das ist ruiniert. Or will I just be standing by myself? Ich wünsch mir ein neues Kleid. And I'm standing by myself. Ich wünsch mir ein neues Kleid. But I'm the one who always there. Alles okay bei dir? Das Ding erfüllt wohl doch keine Wünsche. Doch, tut es wohl. Ich hab mir Sunblocker gewünscht. Und er war in meiner Tasche. War schon vorher drin, bestimmt. Die Dose hat meinen Mathe-Test verbessert. Tatsächlich? Ich hab das nicht gekauft. Wieso hab ich das denn an? And it's like I'm on a shelf. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht mit euch beiden. Just be standing by myself. Ich wünsche mir, dass Dara sich zurückverwandelt. Du siehst doch besser aus ohne Öhrchen und Schwänzchen. Danke auch, Schwester Herz. Sie ist doch positiv, so brauchst du keinen Hamsterkäfig. Ich wünsche, dass du verschwindest und nie wiederkommst. Ich denke, das war's mit den Wünschen. I'm done with label, second best. Danke dir. Ich dachte schon, ich bekomme sie nie zurück. Es ist nur, sie funktioniert nicht mehr. Alle Wünsche sind aufgebraucht. Du wirst also lernen müssen, wie alle anderen. I just wanna be my own. Oh, baby, this is me. I just wanna be my own. Oh, baby, this is me. I just wanna be my own. Woohoo!